Was mich immer wieder faszinierte beim Tanz, war die absolute Dominanz und die Bewusstseinserweiterung der Form im Raum. Diagonal, en avant, en arrière, von einem Bein aufs andere. Und wollte dann diagonal loslegen und in dem Moment kommt eine Katze quer über die Bühne. Und dann habe ich mich vor der Katze verneigt. Und die Leute haben natürlich gebrüllt und gepfiffen und geschrien. Und Jean Duroc war vorne und hat dann nach hinten ganz giftig geschrien. Also unterlassen Sie Scherze bitte auf der Bühne, nicht? Du, ich glaube, er hat einfach die Uhr gehabt. Es ist mir ja nichts anderes übrig geblieben. Also einfach die Sache die Uhr gezogen und hat es ad acta gelegt, wenn es vorbei gesehen ist. Und er hat immer gesagt, das ist irrsinnig, das ist ein richtiges Happening. Also er war für mich so einer von diesen Pionieren, also, der überhaupt den Tanz möglich gemacht hat in der Schweiz und bekannt gemacht hat.